So, wir haben nochmal zurückgerannt nach ein paar Mal neu starten, weil PC neu starten und dann Spiel neu starten mehrere Male, bis es dann irgendwann wieder funktioniert. In der leisen Hoffnung, dass er jetzt nicht wieder an der Stelle abstürzen wird. Es will irgendwie nicht so ganz das gute Deadly Primo. Es wehrt sich. Ich sag euch, ich werde, bevor wir damit das abbrechen, werde ich die komplette 360-Version bis zu dem Punkt spielen, wo wir aktuell sind. Oder wir gucken auf YouTube den Rest. Wir können uns auch was durchlesen. Wir lesen gemeinsam. Die Wikipedia-Zusammenfassung. Übrigens, Geschwindigkeit ist nicht wichtig. Witzig auch nicht, aber. Geschwindigkeit kann sehr witzig sein, wenn der Richtige irgendwie lustig fällt, wenn er, nachdem er schnell rannte. Oder wenn man seine Stimme vorspult. Das ist auch lustig, das stimmt. Geschwindigkeit kann sehr lustig sein. Ich glaube, wir sind schon wir weiter. Wir sind schon drüber, ja. Ja, geil. York, I know more than you think. But als sie denkst. Ich weiß mehr, als sie denkst. One, you have Nick in custody. Two, Thomas is missing. Three, Carol has a locket that belongs to the murderer. I also know that this case revolves around the Red Seeds. But that's about it. So you've got an inside line on police information. That reminds me. The victim's tongues were cut out, weren't they? But that's only a minor point. Don't let the shocks blind you to what's more important. That's another business tip. Harry, I'm impressed. Wirtschaftstipp. You gather information really well. You hacked into the FBI network, too. Amazing. But I didn't come here to hear this. Ich freue mich auf den Bosskampf gegen ihn. Then let us close the business seminar. It's time for a history lesson instead. Oh yeah. Soll das so klingen? Ja, okay. Ich verspreche euch bereits eine sehr gute History Lesson. Erfahren wir jetzt, wie er so wurde, wie er ist? Nee, das geht ja alles mit dem Raincoat-Killer. Achso, aber du meinst nebenbei, dass das er... Das soll er sein? Ja. Das ist Harry, ja. Ja, ich dachte, als er jung war, hatte er einfach eine jüngere Gasmaske. Ja, einen kleineren Anzug. Kleineren Rollstuhl. Elvis riding a unicorn. There were soldiers there, all wearing gas masks. I moved closer and saw that they were fiddling with some kind of device. The device was emitting purple smoke outside. Evil laugh. Joker gas? Seine Schauspielperformance ist ungefähr wie die vom Hauptdarsteller in Contradiction. Ja. Warum liegt da ein Auto? Dann crasht er in einen Baum. In eine Gasmaske. Da kommt bestimmt, wenn ein Igel läuft über die Straße in der Gas. I got back into town to see another, even more disturbing sight.
die Golfschläger. Deswegen die Golfschläger. Ja. Aber das war normal für diese Stadt. Das Alter, das Riesenhände. Ich dachte, die ganzen Zombies kriegen keinen Kontext. Naja, ich sag mal so, wenn die Nebelmaschine jetzt keinen größeren Kontext kriegt, dann haben die Zombies de facto keinen. Hass, das ist die Hass dargestellt. Das Auto hinten war auch schon sehr nervös. Das ist kein Branch. Mit einem Ast, ja. Na gut. Vom Rohrbaum. Die Leitungseiche trägt reiche Frucht dieses Jahr. Wird es jetzt auch noch zu Star Wars, oder? Autsch, ja. Mich anzugreifen. Falls ihr euch gefragt habt. Auch ein bisschen abruptes Ende gerade, oder? Wie ist er jetzt reingekommen? Ja. Guck ja auch. Stimmt, was? I couldn't believe what I saw and what I myself had done. But even worse, was hat er denn getan? Das ist nicht das Gefühl. My mother was dead. Killed, presumably, also by my father. The next day, the town was overrun by military personnel. That's when the gag order was issued. Talking about the incident was unappreciated, a taboo. But even still, people stopped going outside when it rained. Country folk are very patriotic. We never tell our children about what happened. Das ist nicht, was Patriotismus bedeutet. Find a way out of even the tightest of lips, in parts. People only speak of the killer in the red raincoat, which is where the legend of the raincoat killer comes from. Quite a story. After the incident, the gas seeped into the soil of the town. Even today, when it rains, a minute amount is released. That's why I never take my mask off when I'm outside. Und auch nicht, wenn ich drin bin. If what you say is true, then the killer is someone who is badly affected when it rains. You need to draw the conclusions, not I. I have no conclusions. Is there a connection between the red seeds and the gas, then? This is just my own presumption. The seeds and the gas have a similar effect on our nervous systems. I believe someone figured that out and decided to use it. Or it could just be nature's way of getting back at us humans. It's the happening. I knew it. Ruf jemand mal Mark Wahlberg an, schnell. Attention! Attention! Thomas Alarm! Attention! Good news! You'll hear from George soon. They have found Thomas. That's convenient. I'll tell you one last and very important thing. Speed is not important. Timing is. Just as you suspected, everything I have told you is gibberish. I never had. I just wasted your time. I certainly know nothing about the red seeds. I shall thank you for listening to an old man babble on. Darf ich mal an der Stelle anmerken, dass sein fundamentales, also eigentlich Swerrys fundamentales Missverständnis darüber, wie der Wasserkreislauf funktioniert, mich ein bisschen fertig macht. Der Wasserkreislauf? Ja, naja. Wenn es regnet, dann, also erstmal, dieses Gift oder dieser Nebel ist ins Grundwasser eingezogen. Das würde bedeuten, dass jeder, der Wasser trinkt in dieser Stadt oder irgendwie Kontakt mit Wasser hat, dem ausgesetzt ist. Aber wenn es hier regnet,
dann sind das doch nicht Regenwolken, die aus dem Grundwasser dieser Stadt kommen. So funktioniert doch Regen nicht. Das würde verdunsten und Regenwolken würden woanders hinziehen. Und der Regen, der hier fällt, wäre wieder. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. In der Nachbarstadt ist genau dasselbe passiert und der Regen von da ist hier rübergezogen. Ja, aber er meinte, genau. Der Regen weicht irgendwie den Boden auf und dann soll aus dem Boden das Aufsteigen aussteigen. Ja, das Gas nochmal rauskommen. Überraschenderweise, it's Bullshit, aber. Aber könnte ich mir als Erklärung tatsächlich in dem Spiel vorstellen. Ja, ich glaube, das sollte auch sein. Ja. Oh, wir sind geldmäßig immer gut dabei. Ja, wir haben nichts mehr zu. Wir kaufen ja uns auch keinen Lutscher und nix. Ich muss mir noch für 5.000 mein Auto kaufen. Ach so, dann haben wir immer noch 10.000. Ja. Können wir uns das dreimal kaufen. Jetzt können wir zurück zu George. Und zu Thomas. Yes. Jetzt regnet's. Oh. Das gilt als Dusche. Geht weg, Insekten. Ja, das gilt als so. Hat sie grade... Oh Gott. Saß sie gerade? Ja, sie war so weit vorn. York, we found Thomas. Könnte ja noch einer sitzen. He's at his house, right? How did you know that? Weil er da wohnt. Timing, Emily. Whatever. Wir just get Thomas in. Habt ihr nicht George zuerst versucht, bei ihm zu Hause zu kommen? Let's get a move on. So einfach. Was hat so lange gedauert? Wir nehmen erstmal all die Orte, wo er wahrscheinlich nicht ist. Zack, things are finally starting to come together. Suche nach Thomas. Ich fange an in Istanbul. Nehmen die Orte, gut, wo die wenigsten Buchstaben drin sind. Robin, der alte Mann hat doch gerade gesagt, das war alles Blödsinn, was ich gesagt habe. Mhm. Ja, meinte, also ist das dann tatsächlich so in dem Spiel, dass das, was er uns erzählt hat mit der Vergangenheit, jetzt auch Blödsinn war? Hm. Okay. Also man soll das aber hinterfragen dann an der Stelle quasi. Weil ich weiß jetzt nicht mehr, ob er meinte, das, was Blödsinn ist, ist das mit dem FBI-Server oder wirklich also alles, was er gesagt hat. Ich verstehe diese Szene so, dass er quasi einfach nur sagt, ich habe keinen Zugriff auf FBI-Server. Allerdings, das mit Thomas stimmte ja auch. Ja, ja, eben. Ja. Ist, er hat ja die Information. Genau. Ich glaube, es ist, also auf nur, mich wirkte das so. Nur, dass die Quelle vielleicht eine andere ist. Wie so ein or is it? Moment. Ja. Irgendwie noch an den Haaren herbeigezogene Zweifel, um irgendwie... Oh Gott, Robin. Guck mal, wie schnell ich gerade rase. Ja, ja, aber du hast unendlich. Du kannst mit dem Auto machen, was du willst. Das wird nicht kaputt gehen. Ich find's voll lustig. Oh, stimmt. Dass außer ich überschlage mich, glaube ich. Ja, und du musst auf dein Herz aufpassen, ne? Ja. Dein Herz. Achte doch mal. Ich find's super lustig, dass einfach dadurch, dass die Autos schneller gemacht wurden, jetzt auch die blinkenden Lichter von der Polizeisirene. Ist das auch, so? Ja, ist das der echt guckt so? Dir doch mal an, wie schnell ja, die sind. Ja, aber ich dachte, das war vorher auch schon. Ja? Ja. Also keine Ahnung, ich dachte das war so. Aber kann natürlich sein. Das wirkt aber trotzdem, wenn du so fährst, manchmal wie vorgespult. Ich guck mal schnell, aber ne? Wow. Gott sei Dank. Ich guck mal kurz nach, ob ich auch im richtigen... Wenn ihr jetzt noch die zweifache Geschwindigkeit auf YouTube anschaltet... Dann fliegen wir durch. Das wäre sowieso grundsätzlich eine Empfehlung. Dann reden wir auch eine ganze Zeit ganz schnell. Das heißt, wir sollten jetzt langsam. Ich habe letztens einen Thread of Resetera gesehen von jemandem, der Breaking Bad in 1,5-facher Geschwindigkeit gesehen hat und ich hätte ihn am liebsten erwürgt. Also weißt du, so bei manchen YouTube-Videos oder Podcasts kann ich das in gewisser Weise noch nachvollziehen, wenn man das mal macht so. Aber bei Filmen und Serien finde ich es auch sehr, sehr eigenartig. Diese Prämisse, ich will möglichst viel Unterhaltung, möglichst wenig Zeit reinstecken, ja, ja, das ist so das blöd. Das ist auch super gefährlich, finde ich, dieses... Ja. Ich möchte möglichst effektiv sein in meinem Medienkonsum. Du könntest einfach Wikipedia durchlesen, das ist der effektivsten und du erfährst auch alles. Ja. Dann brauchst du es auch einfach... Naja gut, das sind dann Leute, die unbedingt überall mitreden wollen, oder was? Ja, das sind irgendwie Leute, die halt... wenig Zeit haben. Die halt... diese Kunst nicht wirklich für die Kunst wertschätzen, sondern für die Zusammenfassung. Ich will halt wissen, was da passiert. Ah, das war ja gar nicht so spektakulär, was da passiert ist. Ja. Und dann werden so Sachen wie Kamera, Dialoge, Timing komplett ignoriert. Aber ich meine, sollen sie halt machen. Das war ein guter Move. Dankeschön, war auch genauso beabsichtigt. Sowieso, die Fahrphysik so. Kann erst so richtig strahlen jetzt durch diese neue Geschwindigkeit, finde ich. Physik, ja. Wird sich der ein oder andere, glaube ich, im Grab Physik. Herumrotieren, herumglitschen. Berühmtes Zitat aus unserem Mafia-Let's Play. Ich mag Physik. Das ist ja sehr Fahrmeta-Physik, so auf der höheren Ebene. Ist das noch Fahren? Ja. Oh. Gehört das zur Musik, das Geräusch? Ja. Ja. Oder? Das sind Klanghölzer. Ich glaube, das ist Musik, ja, doch. Das sind Klanghölz. Hattet ihr keinen Musikunterricht in der Schule? Wir konnten uns nur ein Klanghölz leisten und das war nicht so wunderschön. Wir mussten es immer gegen uns selbst schlagen.
für den Ton. Dann kriegst du Egon Spengler. Ich hatte einen halben Fußball, ich musste von meinem Bruder teilen. Egon Anonymous called, informing us that Thomas returned home. I sent Emily to get you right away. No idea. Kreisen die, fliegen auch um ihn? No. Nee, das ist nicht so. Nee, doch, guck doch, die kreisen um ihn. Ja. Recht, ja. George, ey. Gott, du hast sie infiziert. It was Thomas. Okay, I'm going in. You two wait here. You both stink. We'll be ready to burst in at any moment. Just call out. Komm, er steht einfach falsch. Nee, nee, bleib mal eben jetzt. In seinem Sein. In seinem Haustierchen. Das ist wie so ein Fluch, ey. Ja, nee, da sind sie wieder. Wir haben ihn gediebert. Zack. Gute Cover, die du da hast. Gut, dass wir hoffen, dann sieht man uns nicht so. Das Ende einer Ermittlung spielt sich immer in einer Wohnung ab. It's true. Every time. In der Tat, das wollte ich auch gerade sagen. Die Fliegen sind schon drin. Stimmt. Was ist das für ein Instrument? Keine Ahnung, aber Xylophon. Es klingt wie die Porno-Variante von der Sam & Max Musik. Das ist, glaube ich, ein Saxophon, aber kein echtes. Nee. Spielt er wirklich? Das nee, tut's nicht mehr. Okay. Zu Ende? Was war ich glaub, das? Ich glaube, das ist auch das Wichtige. Nadel zurückgeben. Genau. Holy shit. Und jetzt U-I-U-A-A, wing, wing, balabala, bing, bong. Sag mal, wo kommen die denn? Vor allen Dingen starten. Also, die Nadel zurückgegeben, ne? Ja, Gott sei Dank. Wollen sie wirklich Ausfahrt? Da war der Ringcode. Wollen sie wirklich Ausfahrt? Ja, ja. Was haben sie da? Naja, Twitch-App beim Samsung TV, wenn also, du die Ex hatte, wollen sie wirklich Ausfahrt. Wolltest du denn? Oder? War ich mir nicht mehr so sicher. Ich hab Angst gehabt und bin einfach gegangen. Ich hatte neulich wieder in irgendeinem Spiel, möchten sie retten. Auch gut. Und? Too much noise. Ich hab gerettet. Still missing a vital piece of the puzzle. Möchten sie retten. Ach, guck mal, das findet alles in dem einen Raum statt, glaube ich, hier. Oder mit der Toilette dann noch? Eine rote Perücke. Eine rote Perücke, die unseren Verdacht bestätigt, Zack. Thomas nimmt tatsächlich am Drag Race teil. I knew it. Schade, dass wir die nicht aufsetzen können. Oh, das wäre sie eingesteckt.